Ja, es ist der 10. März 2013. Wir stehen kurz vorm Äquator, noch eine Meile nördlich. Und Christine hat heute einen ganz tollen Kuchen gebacken, den wir eben schon verdrückt haben. Und lecker Kaffee getrunken. Und jetzt warten wir, wie es Christkind sozusagen, auf den großen Moment. Wir haben traumhaft tolle Segelbedingungen, ganz ruhiges Wasser, 7 Knoten Wind aus Süd. Wir gleiten dahin, fast wie auf Schienen. Da könnte ich stundenlang und ewig mitversetzen. Ich möchte gerne da kommen. Da könnte ich stundenlang und ewig mitversetzen. Ich möchte gerne da kommen. Da könnte ich stundenlang und ewig mitversetzen. Ich möchte gerne da kommen. Moment. Wir sind kurz vor der Äquatorüberquerung. Wir sind gerade etwas abgefallen, damit das nicht so ganz schnell geht. Und ich möglichst diese 0-0-Position fotografisch festhalten kann. Ein richtig aufregender Augenblick, ha? Ja, das ist ein richtig aufregender Augenblick. Wir machen ihn jedenfalls aufregend. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Jetzt befinden wir uns noch 80 Meter nördlich des Äquators. Und fahren in einem ziemlich spitzen Winkel jetzt auf den Äquator zu. Wir haben einen Kurs über Grund gerade von 257 Grad. Noch 70 Meter. Wow. Und die lokale Uhrzeit ist jetzt 14 Uhr. 55 am 10. März 2013. 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00. Super. Foto, wir sind. Drüber. So. Den Sekt trinken wir gleich. Stoßen wir gleich an. Jetzt muss ich das nur eben noch. Jetzt rufen wir erstmal wieder an und jetzt muss ich. Das jetzt hole ich mir zuerst noch ein Küssli vom Kapitän. Ja, ja, ja. Aber ich muss hier eben noch schnell ein Bild machen. Warte mal, von dem Ding hier. Irgendwie ein ganz aufregender Moment heute für uns. Weil es einfach zu herrlich ist. So ein toller Segelwetter über den Äquator, das man so voll genießen kann, ist schon ein besonderes Ereignis. Finde ich. Wir müssen gleich noch ein schönes Foto mit Shampoos machen hier. Ja. Und, Shampoo steht schon bereit. Jetzt stoßen wir gleich an, oder? Jetzt stoßen wir gleich an. Das Knallen des Korkens habe ich leider zu früh passieren lassen. Ja, leider. Aber gut. Es geht immer wieder mal was schief. Korkenknallen haben wir zu Silvester auch nochmal. Das ist unser Abendessen heute. Also Ronald, höchste Zeit für die Äquatortaufe. Jetzt kommt der Taufakt. Ah, frisches Wasser. Neptun, ich taufe mich im Namen von Neptun, dem Dreizackträger und wütendem Wassergott. Er heißt uns in der südlichen Atmosphäre. Hemisphäre, herzlich willkommen, habe ich gerade gehört. Ja, genau, ich habe so gehört. Schöne Abendstimmung an dem Tag, an dem wir den Äquator überquert haben. Den ganzen Tag über hatten wir traumhafte Segelbedingungen mit leichten östlichen Winden, meistens um Windstärke 3, die uns bei einem
Kurs mit 70 Grad relativen Wind, Geschwindigkeiten von 5 bis 6 Knoten durchs Wasser und 7 bis 8 Knoten über Grund beschert haben. Deswegen nähern wir uns unserem Ziel trotz dieser so sanften und ruhigen Bedingungen mit großen Schritten. Frau Capitana freut sich außerordentlich, dass sie doch wieder mitgefahren ist und genießt den ganzen Tag und jetzt den schönen Sonnenuntergang. Bei dem Wetter könnt ihr um die Welt segeln. Bei dem Wetter könnt ihr um die Welt segeln. Bei dem Wetter könnt ihr um die Welt segeln. Den ganzen Tag schon haben wir die volle Genua und das Großsegel stehen und machen damit ausgesprochen ruhige und schnelle Fahrt. Kaum zu glauben, dass Ozeansegeln auch so gemächlich vonstatten gehen kann. So geht der vielleicht schönste Tag unserer Reise überhaupt zu Ende. Dieser 10. März mit der Äquatorüberquerung war für uns ein ganz besonderes Erlebnis, das wir auch entsprechend begangen und gefeiert haben. Nicht nur mit einer kühlen Flasche Sekt, die geköpft wurde, sondern auch mit einem frisch gefangenen Fisch zum Abendessen. Äquatortaufe. Ja, auch die Äquatortaufe haben wir ziemlich einen Zirkus drum gemacht. Du bist ja gar nicht richtig getauft worden eigentlich. Doch. Nee, du hast ja gar kein Wasser abgekriegt. Du hast ja nur einen Sekt abgekriegt, ja, und den auch nur im Mund.